wie du auf Lästerei reagieren kannst. Auf der Arbeit, zu Hause, bei Freunden, es wird immer wieder mal gelästert. Das ist ein Bedürfnis von Menschen, um sich über die Person zu stellen oder ihre Werte nochmal zu unterstreichen. Das machen sie nicht, weil sie bösartig sind. Das machen die meisten Menschen, weil sie ihre eigene Geltung erhöhen wollen. Und leider bist du im Kreuzverhör gelandet. Deswegen hier ein paar Techniken, um damit umgehen zu können, damit du nicht in die Bredouille kommst. Nummer 1. Neutralität bewahren. Wie meine ich das? Ich verstehe, dass du Bedenken hast gegenüber der Person, aber ich fühle mich hierbei nicht wohl, während wir über sie reden und sie nicht da ist. Nummer 2. Du darfst einen Themenwechsel vorschlagen. Wie ist das gemeint? Hier ein Beispiel. Das ist eine heikle Angelegenheit. Ich finde es gut, dass du es angesprochen hast. Vielleicht sollten wir uns aber jetzt gerade auf ein anderes Thema konzentrieren. Und ich bitte dich darum, das mit der Person nochmal zu besprechen. Nummer 3. Empathie zeigen, ohne eine Partei zu ergreifen. Wie machst du das? Hier ein Beispiel. Es ist wichtig, alle Seiten der Geschichte zu hören. Ich finde es gut, dass du so offen bist und darüber reden möchtest. Erzähl mir mehr, sodass wir am Ende nochmal einen gemeinsamen Nenner zwischen euch beiden finden und somit auch eine Lösung. Ist das okay für dich? Wer muss das hören, schick's gerne weiter und folgt mir für mehr Kommunikationstechniken.